So, nächster Spieltag steht an. Herzlich willkommen zurück zu FIFA 21 mit dem Heimspiel gegen den SC Verl. So, wir haben ja kurz das Video gesehen. Es kann wohl, sagt, er möchte mehr spielen. Hat er dann noch gemacht. Und wir kriegen 300.000, 330.000 knapp für das Erreichen der dritten Pokalrunde. Und ich gucke jetzt gerade mal, wie weit wir, wie oder wer der nächste Gegner sein wird. Eigentlich müssten wir das jetzt. Ah, Heimspiel gegen die Bremer. Okay. So. Gucken wir gerade mal kurz, wie die Spieler aus dagegen. Erste Runde haben wir ja gesehen gegen Braunschweig, das 5-1. Genau, da sind einige Überraschungen. Mehr oder weniger passt Paderborn 4-0 in Lautern, gegen nie. Ja, das heißt, hier die dickste Überraschung war Mainz gegen Regensburg, 0-4. Also, ebenfalls ein Bundesligist, der gegen den Drittligisten fliegt, ne, gegen den Zweitligisten fliegt. Dann haben wir hier die zwei anderen Stände der zweiten Halbzeit. RB Leipzig, 60 München, 2-0 Bundesliga gegen zweite Liga. Und Union Berlin Düsseldorf, Bundesliga gegen zweite Liga, ebenfalls 0-2. Freiburg zu Bayern, Bundesliga Runde 2. Diesmal gewinnen die Bayern 4-3 nach Elfmeterschießen. War ja jetzt in der regulären Saison diesmal nicht so. Da sind sie ja gegen Kiel rausgeflogen. Und wo wir gerade bei Kiel sind, gegen Türkgücü München gab es für die Kieler ein 1-0. So, die Partien der zweiten, der nächsten Pokalrunde. Eben kurz, achso, da gab es noch einige andere Ergebnisse, sich gerade. Dann gehen wir mal weiter. Runde 2 Köln, Erzgebirge Aue 2-0, Wolfsburg, Bremen 0-3, Hannover, Augsburg 1-2, Stuttgart, Waldhof 2-0. Keine großen Überraschungen dabei, außer vielleicht das 3-0 der Bremer in Wolfsburg. Das hat man so nicht deutlich erwartet. Dann geht es weiter. Frankfurt 2000, 2-1, Hoffenheim, die nächste Überraschung gegen Darmstadt raus 0-1, dann Regensburg gegen Paderborn. Diesmal die Paderborner weiter mit 2-0. Dortmund gewinnt in Leverkusen 2-0. Dann Gladbach gegen Heidenheim. Ist Heidenheim tatsächlich weitergekommen? Also tatsächlich bei einem Bundesligisten geht der Zweitligist in die Runde 3. Hamburg Bielefeld 2-1. Ebenfalls Bundesliga raus. Nee, doch ebenfalls Bundesliga raus, genau. Hertha gegen Schalke, das haben wir ja live gesehen. 2-3. Und Fürth gegen Bochum 1-0. Und kurz die Spiele der dritten Runde. Hamburg, Leipzig, Bayern, Düsseldorf, wir spielen aus gegen Bremen und dann spielt Köln gegen Augsburg und Fürth, Frankfurt, Kiel, Heidenheim, Paderborn gegen Dortmund, Darmstadt gegen Stuttgart. Das ist die nächste Pokalrunde und wir gehen weiter in der Liga mit dem Heimspiel gegen den SC Verl, Entschuldigung. Ja, ist auch ein Heimspiel und dann gehen wir direkt rein. So, und ich wechsle mal meinen Keeper, weil ich irgendwie was gegen ihn hätte, sondern weil ich auch mal ihm ein bisschen Ruhe bringen möchte, reinbringen möchte. Und ja, du hast es gut gemacht, Mike, ciao. Gut waren, ja doch, was heißt gut gemacht? Er hat da so das ein oder andere, hat den einen oder anderen Fehler gemacht. Ich probiere es jetzt nochmal mit ihm, deswegen wechsle ich da ein bisschen durch. So. Und wir gehen jetzt Spieler Nummer 13 müsste das jetzt eigentlich theoretisch sein. Und da geht's zu Hause, wie gesagt, gegen Verl. Aufsteiger aus Liga 4. Hat damals im Die Verler schlugen ja meinen quasi zweitliebsten Verein, Lok Leipzig, damit. Ich glaube, in der Addition dann mit. Ne, 3-3 ging es aus, genau, durch die Auswärtsregelung. Ja, weil sie dann in Leipzig durch ein Eigentor des Leipziger Keepers dann 2-2 noch gespielt haben. Und dann gab es in Leipzig eben, in Verl das 1-1. Genau, und so war das. Und so die fällige Auswärtsregelung in die nächste Runde ein. Oder beziehungsweise stieg dann auf, Leipzig halt nicht. So, und wir müssen natürlich jetzt hoffen, dass wir hier mit dem nächsten, mit dem Sieg gegen Verl weiter noch den Schritt nach oben machen. Wir wollen ja natürlich weiterkommen. Unsere Pokalhelden, ja, wir sind ja weitergekommen in Berlin in der letzten Folge. Tatsächlich mit einem 3-2 in der letzten Minute noch
Pravda und Gambula. So, kaum Veränderungen. Denke ich mal, ein paar, zwei, drei Veränderungen muss ich machen. Und auch mal ein bisschen rotieren. Und heute soll es gegen Ferl weitergehen. Da weiter nach oben rangehen. Oder beziehungsweise weiter, dass wir hier oben bleiben. Wie gesagt, mein Ziel ist der Aufstieg und den wollen wir so schnell wie möglich zumachen. Aber hier kommt Krüger nicht durch. Mal gucken, wie es jetzt in Pokalrunde. Wie gesagt, nächstes Spiel ist ja gegen Bremen. Also nächste Bundesliga ist wieder diesmal zu Hause. In Berlin dürfte er ja auswärts ran. Und jetzt geht der Ball durch. Und der Schiedsrichter, den ich abpfeife, steht 1-0. Tut er nicht. Botswan schafft das nicht. Weil er dann im Moment hat, ja, ich hätte dann da machen müssen. Scheiße, da habe ich ein bisschen, ja, doch, es war leider richtig. Schade. Und da war die erste Chance, nur 7 Minuten auf das frühe 1-0. Na gut. Ludewig, Pipa, der im Pokal nicht dabei war. Und plötzlich steht 1-0 für die Gäste. Und diesmal ist es kein Abseits. Schöner Ball über die Außen. Hier setzt er sich durch. Pieper wird komplett rausgezogen. Und hat keine Chance mehr da reinzukommen. In diesen Zweikampf. Na gut. Müssen wir ein bisschen was tun. Ja, blöd, dass es nicht geklappt hat. Das war nicht das alles, was wir das so gemacht haben. Nur 7 Minuten quasi im Gegenzug kriegst du da das Gegentor. Reißt unsere Serie hier heute. Wir haben ja eigentlich mit den Folge jetzt gewonnen. Wie gesagt, im Pokal weitergekommen. Und da schauen wir mal, dass wir es jetzt hinkriegen. So, jetzt kann sich Krüger mal durchsetzen. Und wir verhindern, und wir schaffen es nicht so ganz, das zweite Tor zu machen. Das ist also unser Tor zu machen, so das richtige zweite Tor der Partie. Na gut. Dann gibt es jetzt Abschluss für die Ferler. Und sie greifen an. 17. Minute. Jetzt laufen wir mal im Rückstand hinterher. Normalerweise, ja, du hast immer so ein 2-0 oder so, würde dann ein bisschen aus dem Weg gehen, wenn du bisschen gerne verspielst. Jetzt. Ach. Mir gefällt meine Defensive nicht. Definitiv nicht. So, kein Abseits aus übrigens. Ah, gut gemacht. Und wieder nicht. Sie kriegen es gerade nicht hin, ins Tor zu schießen. Es war wieder eine gute Idee, wieder den Ball vor das Tor zu legen, aber. Und wieder kriegen sie es so gerade geklärt. Ach, da gehst du aber auch nicht da in die Position, ne? Jetzt! Krüger! Und wieder nicht! Scheiße, Mann. Es sind jetzt Chancen, die wir leider momentan nicht machen. Ich gehe momentan ein bisschen auf zu viel Nummer sicher. Janic kommt sich jetzt durch. Der Torschütze übrigens. Und es gibt die Ecke für die Ferler. In einer guten halben Stunde. Jetzt der Konter. Die Bayern hat man ja so ausgeschlagen. Nicht die Ferler. Die passen da hinten auf und sagen, dann nehmen wir mal mit den Ball.
Kolasinac jetzt war ein bisschen resoluter. So, Bamba, der Ex-Paderborner. Ich krieg's echt gerade keinen Ball vernünftig vors Tor gespielt. Dass der irgendwie mal passiert. Ja, zweite Halbzeit müssen wir uns ein bisschen was einfallen lassen. Komm, jetzt ist doch nichts passiert. Schiedsrichter sagt noch ein Ding und dann kriegst du die Gelbe. Es gibt nämlich Freistoß, weil ein Foul war's. Bisschen zu spät gekommen. Und da ist aber auch keiner, der da mal mitgeht. Kein Abseits, Krüger. Der jetzt auf der falschen Seite angespielt. Ist ja eigentlich auf der rechten Seite. Und da steht 1-1. Kurz vor der Pause, 43. Funktioniert er. Der normalerweise rechts außen geht, macht heute mal den Stürmer und trifft zum 1-1. Ja, diesmal keine Chance für Brisicke im Tor, der Ferler und dann steht's 1-1 zur Pause. Ja, das ist ziemlich als 1 zur Pause. Ich denke, dass da nicht mehr viel passieren wird, aber vielleicht haben wir nochmal eine Chance. Ah, schade. Diesmal passt das nicht. Ja, den hätte ich gerne nach vorne genommen, aber Platte, der heute tatsächlich relativ wirkungslos ist. So, hier kurz die Zwischenstände der anderen Spiele. Die sitze gerade noch eingeblendet. Viel, viel unentschieden. Haching, St. Brücken an 0-1. Viktoria, Einzelburg gegen Halle. St. Pauli führt 1-0 gegen Magdeburg. München, Uerdingen 0-1. Ja, doch, so viel unentschieden ist gar nicht. Dann Waldhof Hansa 0-0, Lautern Bayern 1-1. Wien Wiesbaden, ne? 0-1 gegen Duisburg. Das ist gar nicht mal so schlecht, weil die Wien, ne? Die sind nämlich dran hinter uns. Deswegen müssen wir das Ding gewinnen. Deswegen, ja, momentan haben wir einen Punkt, den wir ein bisschen plus machen. Und euch geht es gegen Sandhausen, gegen Duisburg, gegen Lübeck 0-0. Und wir gehen in die zweite Halbzeit. Klar, es sind jetzt viele Spiele hintereinander. Direkt hintereinander. Aber heute wollen wir natürlich auch wieder hier was reißen. Wir wollen gewinnen, liebe Leute. Lübeck geschlagen, in Berlin gewonnen. Heute soll es fair sein. Mal gucken, mal schauen. Ich hoffe, es ist das, was hinkriegen. Dazu muss die zweite Halbzeit aber auch ein bisschen souveräner werden, ein bisschen besser werden. Und das war die erste nun mal nicht. Nein, die kriegst du noch an den Ball, an die Hacken. Das war vielleicht ein bisschen mehr drin. Und Bostoan, ja, verzieht den. Ja, der hat ein oder zwei Chancen in der ersten Halbzeit da durchaus liegen lassen. Ja, warum du den nicht einfach spielst, ist dein Rätsel. Ah, gut, egal. Ah, schön aufgepasst, wie Bayer. Macht's mal endlich ein bisschen was. Krüger, der aktuelle Torschütze zum 1-1. Und dann macht das 2-1 zum Nachsitzen. Er ist der Brüsiker sehr gut. Und dann sagt Krüger, ich nehme den Nachschuss noch mit. 2-1. Okay, Spiel gedreht. Gut nachgesetzt und dann reiner mit ins Tor. Ja, 2-1 die Führung. Spiel haben wir, wie gesagt, komplett gedreht. Kann auch gerne so weitergehen. Aber Ferl, der bleibt auch natürlich ein bisschen dran. Sigrist, der neue Keeper, beziehungsweise jetzt heute mal für Renault zwischen den Pfosten
Ach, du kriegst aber auch keinen Ball da vorne rein. So, dass man mal irgendwie. Pipa! Ja, der hätte vielleicht ein bisschen laufen können. Also der Stürmer, gut für uns, dass es nicht so passiert ist. Ah, schade. Ach mein Gott, halt mich doch nicht fest. So, ich muss jetzt natürlich ein bisschen wechseln. Weil da einige Spieler sind und sagen, ach, wir sind so durch gerade. Amaya kann zentrales Mittelfeld spielen, das ist immer gut. Ich muss mal ein bisschen durchwechseln jetzt gerade. Gerade was die Außenposition betrifft. Und deswegen spielt jetzt auch ein. Ziehe ich jetzt auch einen Weiser rein. Ich muss halt diese drei Wechsel jetzt machen nach 70 Minuten. Ja, ich muss mehr rotieren. Glück gehabt, Glück gehabt. Wie das? Sieg ist, der das grüne Ding hält. Ach, scheiße. Dann spare ich ihn mehr. Ich hatte ein bisschen zu. Hatte gedacht, okay, der geht ein bisschen mit in diese Lücke. Platte, der heute absolut nicht da ist. Doppelpack hat cool da gemacht. Und ich glaube, das könnte nur. Ach Gott, was mache ich da? Ach Mann! Ich bin ja momentan so komplett aus dem Set. Ich würde mich fast nicht mal über Rot wundern. Ne, es gibt Gelb. Und die ist durchaus glücklich. Bujelab, aber der jetzt auch den Platz verlassen wird. Gott sei, also, was heißt Gott sei Dank, aber es ist heute momentan. Aber es kann auch sein, dass die Fitness einfach fehlt. Naja, wie immer sei, es ist ja nicht tragisch. Gambula, der Pokalheld aus Berlin und körperlich etwas. Und er macht sogar das 3-1. Auch hier nach 81. Minute 1:3. Yes. Da kann er sich durchsetzen. Hat er gut gemacht, definitiv. Ja, wieder Gambula, der da zum zweiten Mal durchgeht. Und diesmal hält der Torwart den Ball und verhindert hier die absolute Entscheidung. Ich ehrlich bin, so ein bisschen am Spielverlauf war es nicht unbedingt denkbar, dass wir hier sogar die Chance auf das 4-1 haben. Aber kann man, nehme ich gerne mit, diese Situation. Und ja, ich habe es gesehen. Ich habe gesehen, dass er mit reinläuft. Mercan. Aber der kam nicht rein. 3-1 sehen schon. So. Puh, Glück gehabt. Glück gehabt, muss ich sagen. Naja, Hauptsache wir haben es gemacht, wir haben gewonnen. Das ist das Wichtigste. Ich weiß nicht, wie die anderen Spiele ausgegangen sind. Jedenfalls ist es, gehen wir ins Interview dann direkt nach dem Spiel. Zu
Zunächst mal danke, dass Sie direkt nach dem Schlusspfiff zu uns gekommen sind. So. Ich hoffe, noch eine ganze Weile. Wir haben es jetzt mehrmals glücklich gehabt, heute auch wieder. Berlin war durchaus nicht ganz einfach, aber wir haben die Situation genutzt. Und wie gesagt, das sind halt so Spiele, wo du dann am Ende vielleicht sogar aufsteigst mit. Wenn du die halt einfach gewinnst und Erfolg hast. Heute, wie gesagt, das war auch wieder gut, was wir gespielt haben da. Durchaus uns vor Probleme gestellt. So, kurz mal in den Monatsbericht reingucken. Ich weiß gar nicht, wer der nächste Gegner jetzt sein wird. Ah, es sind einige dabei. Ich habe ja einen mit hochgezogen in dem Moment für diesem Spiel, der momentan auf der Bank sitzt. Gut, dann mache ich Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Dann geht es am 14. Spieltag weiter. Ich weiß nicht, wer der nächste Gegner sein wird. Lass uns einfach überraschen. Bis dahin und tschüss.